Gemeinschaft. Ich sehe ein Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk. Ich sehe nicht 2000 und ich sehe auch nicht die 3500, von denen die deutsche Presseagentur vor einer halben Stunde gesprochen hat. Wer von euch eher sozial, eher liberal oder eher konservativ eingestellt ist. Das ist jetzt vollkommen egal, liebe Freunde. Ich trenne nur noch die, die aus krankem Selbsthass heraus, wie die irrlichternden Linksfaschisten dort drüben, die Zukunft Thüringen und Deutschland zerstören von denen, und unser Selbstbestimmungsrecht in der Mitte Europas verteidigen wollen. Werfen wir einen Blick auf die Berichterstattung der Medien in Thüringen in der letzten Woche. Verschweigen und brandmarken heißt weiterhin die Devise. Ich will euch von einem Mann berichten, einem Stadtrat in Gera. Stadtrat Dr. Harald Frank, der hat in einer Zeitung, dem neuen Gera, das er selbst verlegt, eine sehr gute Stellungnahme abgegeben zur Asylkrise. Harald Frank stellte mutig fest, ich zitiere, wer Asylpolitik wie Opium über die Bürger gießt, versündigt sich am deutschen Volk. Wer dieses Volk abschaffen will, der soll es deutlich sagen. Recht hat dieser Mann!